Aristoteles! Ihr sollt es in Ruhe lassen! Böser Hund! Sofort hierher! Das ist voll, hört ihr? Edison! Der Helferbot will doch nur die Inventur machen! Also... Verflixt! Jetzt ist es aber genug! Daddy, wo bist du? Gang E, Abteilung 4. Auf meinem Hinterteil. Was haben wir denn hier? Eine hochdichte Stahlverbindung in Form einer Kugel. Verblüffend. Daddy? Daddy, wo bist du? Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum niemand weiß, wer sie wirklich sind. Müsst ihr was? Helfen und retten. Sind wir von Not und Gefahr bedroht. Müsst ihr was? Helfen und retten. Ihr Lenker ist Cody, der mutige Held. Die Rescue Bots retten täglich die Welt. Rescue Bots, helfen und retten. Rescue Bots. Wo sind nur alle Leute? Notrufzentrale? Hallo, Mr. Sharma. Hä? Ein Insektenschwarm greift Sie an? Warten Sie zu Hause, bis jemand von uns kommt, ja? Mr. Sharma? Sind Sie noch da? Cody, Heatwave und ich sind hier noch beschäftigt. Wir haben hier ein unbeaufsichtigtes Feuer. Die Camper sind alle irgendwie weg. Jungs, auf dem Meer geht's auch etwas sonderbar zu. Geister, Schiffe. Hä? Was ist denn jetzt los? Eben sind die Leute noch da und dann sind sie weg. Was ist das? Chief? Dad? Dad? Hast du was von Dad gehört? Was ist passiert? Wo hast du schon gesucht? Was hat er gesagt? Leute, lasst ihn erst mal reden. Ich kümmerte mich um das führerlose Fahrzeug. Als ich meine Aufmerksamkeit wieder dem Chief widmen konnte, war er weg. Vermutlich dieser Minimierer. Seht mal unter euren Füßen nach. Der war das nicht. Es gibt nur den einen und der ist in den Archiven. Und die Menschen verschwinden in der ganzen Stadt.
Der Park war auch wie ausgestorben. Nein! Nein, lass es nicht auf mir landen! Nein! Was sind das für fliegende Insekten? Offensichtlich welche, die einem Bot nichts anhaben können. Schnell, Fahrzeugmodus, alle Mann einsteigen! Chase, wir müssen so ein Ding zu unserer Wache schaffen, damit ich es untersuchen kann. Verstanden. Sie begehen Straftaten und brauchen nun die strenge Hand des Gesetzes. Frankie, alles in Ordnung? Cody, mein Dad ist verschwunden und ein ganzer Haufen fliegender Drohnen verfolgt mich. Ach, so nennt man die? Drohnen? Ich denke schon. Sie waren hier in den Archiven gelagert. Wir sind gleich da. Wow! Verfolgen die Dinger mich? Die sind hinter uns allen her. Sie lassen Menschen verschwinden. Mein Dad ist auch weg. Festhalten. Jetzt wollen wir mal ein paar wegputzen. Oh. Was war das? Ach, nichts weiter. Motorengeräusch. Und, war das jetzt gut? Oder war das gut? Wow. Mhm. Ja. Mhm. Hm. Kate? Was? Darüber habe ich mal was gelesen. Worüber denn? Quantumkristalle und Teleportation. Langweilig. Frankie sagt, die Drohnen waren in den Archiven. Ja, in einem Behälter, der nicht auf der Inventarliste gestanden hat. Deshalb weiß ich auch nichts Genaues. Okay, hier steht, dass Wissenschaftler aus Griffin Rock in den 50er Jahren versucht haben, mit Hilfe von Kristallen Wurmlöcher im Weltraum zu öffnen. Bitte was zu öffnen? Wurmlöcher? Liest du etwa kein Science Fiction? Wenn es da um Riesenwürmer geht, fange ich damit an. Wurmlöcher sind wie Tunnel. Objekte werden in ihre Bestandteile aufgelöst, teleportiert und wieder zusammengesetzt. So, das Ganze nochmal für unsere Sechstklässler. Er meint, dass diese Drohnen die Menschen irgendwo anders hinbringen. Na schön, aber wie? Und wohin? Unter dem Mikroskop werde ich dazu bestimmt keine passenden Antworten finden. Aber ich weiß schon, was wir... Oh, weia. Graham? Das muss natürlich leistungsstark sein, aber... Oh, Mist. Hallo? Ist da irgendjemand? Graham? Graham, geht's dir gut? Ja, ich glaube schon. Aber wo sind wir? Das versuchen wir noch herauszufinden. Die halbe Stadt ist hier. Graham, weißt du, wo deine Geschwister sind? Zu Hause. Wir waren dabei, die Drohne zu untersuchen und dann... Die Drohnen? Ich hab vermutet, dass die dafür verantwortlich sind. Hast du schon etwas herausgefunden? Nur, dass sie anscheinend Kristalle enthalten, die so etwas aussenden wie... Teleportationswellen, natürlich! Aktiviert durch physischen Kontakt. Sie landen auf uns, bringen uns hierher. Nur weshalb? Frankie, weißt du, ob es ihr... Sie ist in der Feuerwache. Dann ist sie in Sicherheit. Nee, Chief, da gibt es etwas, das Sie sehen sollten. Eine Art Generator. Ich war mir nicht sicher, ob ich so einfach... Deshalb habe ich gedacht, ich frage Sie erst mal. Was ist denn da los? Der helle Wahnsinn. Ein ganzes Camp. Und das im Untergrund.
Das ist mal was Neues, aber warum bringen die Drohnen uns ausgerechnet hierher? Und wo genau ist hier? Es ist eindeutig eine Höhle. Aber welche? Wir wissen ja nicht mal, ob wir noch in Griffin Rock sind. Dad? Danny, hier drüben! Geht's dir gut, meine Kleine? Wie konnten die Viecher dich erwischen? Ein ganzer Schwarm kam in die Feuerwache. Das müssten jetzt alle sein. Schön wär's, seht mal da! Rescue Bots, der obere Bereich ist jetzt sauber. Vertreibt die Drohnen aus der Garage. Kaputtschlagen funktioniert jedenfalls. Das ist doch nichts für gestandene Bots wie uns. Ich würde eine effizientere Methode bevorzugen. Ha! So wie diese zum Beispiel. Ach nö, nicht dahin fliegen. Wow, willst du jetzt noch Freundschaft mit ihm schließen? So ein Blödsinn. Das cybertrojanische Protokoll sagt, dass man seine Feinde verstehen soll. Na du? Wäre gut zu wissen, wie die ticken. Ha, das Geräusch geht dir wohl auf den Wecker. Ich hab da eine Idee. Oh, Graham hätte schon was erfunden. Irgendein Anti-Mistkäfer-Zeug. Wir müssen endlich rausfinden, wo sie die Leute alle hinbringen. Ja, aber wen sollen wir fragen? Professor Baranova! Oh, Gott sei Dank. Ihr seid in Sicherheit. Ich hatte geglaubt, die Späher hätten jeden außer mir erwischt. Das sind Späher? Sie kennen die also? Bemerkenswerte kleine Maschinen, nicht wahr? Einige haben sich hier reingeschlichen. Ich bringe es nicht übers Herz, sie zu zerstören. Sie sind wohl Meshugge. Die sind richtig gefährlich. Im Gegenteil, sie versuchen mich zu beschützen. Wovor denn? Nun, die Späher sind Teil eines Projektes namens Operation Zuflucht. Sie wurden darauf programmiert, im Fall einer Katastrophe jeden Menschen auf der Insel aufzuspüren und dann an einen sicheren Zufluchtsort im Untergrund zu teleportieren. Sie hören erst auf damit, wenn Ihr Auftrag vollständig erledigt ist. Aber es war doch alles gut, uns droht keine Katastrophe. Das können die Späher nicht wissen. Sobald sie freigelassen werden, tun sie das, wofür sie vor über 50 Jahren gebaut wurden. Wo ist dieses unterirdische Versteck? Wir wollen endlich alle rausholen. Oh, ich fürchte, so einfach ist das nicht. Das Projekt wurde eingestellt, schon vor geraumer Zeit. Also wissen wir nicht, wo diese Zuflucht ist. Dann müssen wir anfangen, nach ihr zu suchen. Genau. Es muss mich aber einer hier abholen, dann... Ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. So ein Mist. Klingt, als wären sie alle in Sicherheit. Wir müssen sie nur noch finden. Unterirdischer Zufluchtsort, na prima. Wir haben ein ganzes Höhlensystem unter der Insel. Aber mit Operation Zuflucht haben wir einen ersten Hinweis. Vielleicht ist was dazu im Zentralcomputer vermerkt. Wenn wir an den Rechner wollen, müssen wir es erstmal zum Labor schaffen. Das beweist es. Die Drohne reagiert empfindlich auf Schallwellen. Oder sie hat nur Macarena getanzt. Rescue-Roboter? Ist die Garage sicher? Kate und Frankie und ich kommen jetzt runter. Alles gesichert. Alles klar. Ärgern wir das Metallinsekt weiter. Wir müssen eine Frequenz finden, die diese Dinger nicht nur verwirrt, sondern komplett deaktiviert. Wenn das in die Hose geht, kehren wir zu der groß angelegten Prügelei zurück. Lass mich erstmal meinen Sonar verstärken. Dann sehen wir, was passiert.
was gefunden? Wir haben das komplette Camp durchsucht, aber... Das Projekt wurde so früh abgeblasen, da hat man auch keinen Proviant mehr gelagert. Also weder Essen noch Wasser. Und nur diese Rohre zum Graben. Die sind wohl witzlos bei einer Mauer dieser Größe. Wenn diese Erdbeben regelmäßig vorkommen, dann ist es kein Wunder, dass man das Projekt eingestellt hat. Ist jemandem was passiert? Danny, such nach Verletzten. Alles klar. Graham, kannst du was wegen des Lichtes unternehmen? Die Stromspeicher sind uralt, die packen das nicht. Dann müssen wir alles versuchen, um durch die Steinplatte zu kommen. Das war knapp. Oh. Nein! Okay, wir halten uns an den Plan. Lock uns in die Datenbank ein. Kommen Sie! Beeil dich! Operation? Zuflucht. Guck mal, hier ist was über die Zuflucht notiert. Da. Vorsicht! Frankie! Okay, es muss logischerweise die größte Höhle unter Griffin Rock sein. Was? Mehr steht da nicht? Heatwave! Ich komme raus! Cody! Heatwave! Du musst versuchen, die größte Höhle unter dem Griffin Rock zu finden. In der müssen alle sein. Ihr Bot seid unsere einzige... Nein! Wir haben die richtige Frequenz. Jetzt sind sie deaktiviert. Auf dem Weg hierher sind sie gefallen wie... wie deaktivierte Drohnen. Wir dürfen recht zufrieden sein. Cody und Frankie? Kate? Es tut mir leid, Dad. Ich hab's versucht. Aber das weiß ich doch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Oder Sauerstoff. Das wird eng. Na dann mal los. Legt euch ins Zeug. Nochmal. Keine Sorge, Dad. Die Bots finden uns. Das hoffe ich. Die größte Höhle hier unter Griffin Rock. Das kann überall sein. Dann suchen wir eben jeden einzelnen Tunnel ab. Nehmen wir doch mal Codys Botschaft vielleicht etwas wörtlicher. Dieser Gipfel, welchen Namen hat man ihm gegeben? Der müsste heißen Griffin Rock. Sie sind unter dem Berg? Es gibt einen Höhleneingang am Fuß des Berges, habe ich aus der Luft gesehen. Los, folgt mir! Rescue Bots, auf zum Einsatz! Was ich noch nie jemandem gesagt habe, aber ich habe ein bisschen, wie soll ich sagen, Angst im Dunkeln. Alles wird gut, wir kommen hier raus. Wir
Wie dick ist denn diese Mauer? Oh Mann. Ihr könnt euch jetzt mal ausruhen. Macht euch keine Sorgen. Wir haben noch die Taschenlampen. Hey! Hey! Das kommt diesmal von der Mauer. Alle zurück! Verehrte Bürger von Griffin Rock, die Drohnen wurden erfolgreich besiegt. Ja! Wir haben es geschafft. Endlich! Wie konnten die Roboter wissen, wo sie uns finden würden? Ich muss das GPS angelassen haben oder so. Die sind ja schließlich auf Suche und Rettung programmiert. Dafür sind sie da. Diese Maschinen sind schon fantastisch, nicht wahr? Das sind sie. Oh, was ich da gesagt habe von wegen Angst im Dunkeln. Wenn du das irgendjemandem petzt, bist du fällig. Mach dir nicht ins Hemd. Ich kann Geheimnisse für mich behalten.